Hallo, hier spricht euer Remora. Ich habe mir heute eine Auszeit genommen von meinem XCOM 2 Playthrough und möchte euch zeigen, wie man am besten seine Gebäude im Avenger managt. Das Ziel hier ist, dass ich euch erst einmal die 10 unterschiedlichen Gebäude vorstelle, die hier möglich sind, und danach euch eine optimale Baureihenfolge und auch ein optimales Layout auf dieser 4x3 Map des Avengers zeige. Wollen wir erstmal mit den Gebäuden anfangen. Und ich fange mal mit dem Gebäude Labor an. Das Labor kann man einmal bauen, ist jedoch aus meiner Sicht das absolut unnützeste Gebäude, das man hier in XCOM 2 finden kann, und es ist meine Meinung, dass man das gar nicht bauen sollte. Was bringt es einem? Man könnte, wenn man es gebaut hat, Wissenschaftler in das Labor reinsetzen und die Dauer der Forschungsprojekte würde verkürzt werden. Meine Erfahrung, selbst auf Legend, auf Legende, ist, dass man überhaupt keine Schwierigkeiten mit den Forschungsprojekten hat und eigentlich die Projekte immer rechtzeitig fertig kriegt. An was es einem hier wirklich mangelt, das sind die Ressourcen. Das sind die Vorräte, das sind die Alien-Legierungen und die Elerium-Kristalle. Das sind die Probleme, die man wirklich hat, dann beim Bauen der Gegenstände, aber nicht die Forschung an sich. Das heißt, das Labor kann man sich sparen. Kommen wir zum zweiten Gebäude. Das ist die Guerilla Tactics Schule oder Guerilla Tactics School auf Englisch. Was bringt uns die? Müssen wir schnell hier wechseln. Bringt uns eigentlich zwei Sachen, die Guerilla Tactics School. Einerseits können wir hier Rekruten ausbilden. Ich habe jetzt hier auf dem Playthrough oder auf diesem Save, den ich hier geladen habe, keinen Rekruten drauf. Man kann hier einen Rekruten reinstecken, das dauert dann glaube ich 10 Tage circa. Und man kann sich bei dem Training auch noch aussuchen, welche Klasse er wird. Das heißt, man schafft es, durch das einen Rekruten zu einem Squaddy auszubilden, und zwar in der Klasse, die man gerne hätte. Das zweite, was einem die Guerilla Taktikschule bietet, das sind die Kampftaktiken. Die kann man hier erwerben. Die werden auch freigeschalten, abhängig von Rängen, die man bei seinen Soldaten bereits erreicht hat. Ganz wichtig, hier ist natürlich Truppgröße 1 und 2, die sollte man ASAP erwerben. Auch gut, hier ist das Blutvergießen. Der Rest ist auch okay, aber das sind eigentlich die drei Sachen, die man unbedingt braucht. Da werde ich jetzt aber nicht drauf näher eingehen, was man sich hier kaufen sollte, das vielleicht in einem späteren Video. So, und was hat man hier noch? Man hat hier eine Verbesserung, jedoch nur, wenn man den Leader Pack von den Long War Studios installiert hat. Dann hat man hier die Möglichkeit, eine Anführerausbildungsstation zu bauen. Und wenn man die gebaut hat, was ich hier zum Beispiel gemacht habe, dann kann man hier auch Soldaten reinsetzen und die können dann zum Anführer ausgebildet werden. Wenn man sich das jetzt hier bei mir in meinem, wenn man sich jetzt das hier anschaut, dann sieht man, dass ich Bran Stark zum Leader ausgebildet habe. Und der hat dann quasi die Möglichkeit, 1, 2, 5 weitere Fähigkeiten zu erlangen. Man kann immer nur einen Leader mitnehmen auf so eine Mission, deswegen rentiert sich es eigentlich aus meiner Sicht auch nur wirklich einen, maximal zwei Leute hier auszubilden. Damit wären wir es bereits mit der Guerilla Taktikschule. Das nächste Gebäude ist das fortschrittliche Kriegszentrum. Das Advanced Warfare Center bringt uns auch wieder einige Sachen. Einerseits können wir hier oben Soldaten zuweisen, die fallen dann 5 Tage glaube ich aus, und wenn sie fertig sind, dann haben sie quasi alle ihre Fähigkeiten verloren und man kann sie neu trainieren. Außerdem bringt das Advanced Warfare Center im Hintergrund noch etwas. Für jeden Soldaten wird, sobald man das gebaut hat, im Hintergrund eine Klasse und eine Fähigkeit ausgewürfelt, und sobald der Soldat die Klasse, den Rang erreicht, bekommt er diese Fähigkeit zusätzlich hinzu. Das heißt, jeder unserer Soldaten bekommt in seiner Laufbahn zu den normalen Fähigkeiten, die er bekommt, eine zusätzlich geschenkt, aber nur, wenn wir dieses Kriegszentrum auch gebaut haben. Dann hat das
fortschrittliche Kriegszentrum. Erstmal grundsätzlich keinen Upgrade, aber es hat die Möglichkeit, hier einen Ingenieur reinzustecken. Und wenn man das macht, dann heilen die eigenen Soldaten doppelt so schnell. Sprich, man hat irgendjemand, der 20 Tage ausfällt. Sobald man hier einen Ingenieur reinsteckt, ist er nach 10 Tagen wieder verfügbar. Ihr Vater wäre stolz, das war's zum Kriegszentrum. Das nächste hier unten, das ist der Testbereich. Der Testbereich ist einerseits ein notwendiges Gebäude, also man muss es bauen, weil die Quests es quasi voraussetzen. Man kann hier genau nur eine Sache machen. Man kann hier solche Projekte bauen, die bringen einem unterschiedliche Sachen. Man kann Rüstungen, schwere Waffen, Granaten und Munition bauen, die man dann ausrüsten kann. Das sind ja auch nochmal, und genau hier, das sind auch nochmal 4 Rüstungen. Und man kann den Schädelstecker bauen, den man auch für die Main Quest eigentlich benötigt. Die sind ganz wichtig eigentlich, die Gegenstände. Und man hat hier einen Slot auch offen, um einen Ingenieur reinzustecken. Und wenn man den reinsteckt, dann werden diese Projekte in der halben Zeit fertig. Das war's zum Testbereich. Dann kommen wir hier unten zum Psi-Labor. Das Psi-Labor ist da, um einen Soldaten zum Psi-Operative auszubilden. Das heißt, man hat neben den 4 üblichen Klassen auch noch eine 5. Klasse, den Psi-Soldaten. Und man kann hier einen Rekruten reinstecken, also es geht auch wirklich nur ein Rekrut, der dann zum Psi-Operative ausgebildet wird. Und der bekommt dann auch ständig neue Fähigkeiten. Und man kann ihn immer wieder reinstecken, um ihm neue Fähigkeiten zu geben. Und der kann tatsächlich, wenn man ihn ewig reinsteckt, alle Fähigkeiten erlangen, die im Psi-Operative bekommen kann. Also nicht so wie bei den anderen 4 Fähigkeiten, wo man sich immer zwischen einer von 2 auswählen muss, kann der sämtliche Fähigkeiten erlangen. Und der ist sehr stark im Endgame, der Psi-Operative. Man kann die Psi-Kammer upgraden, und zwar mit einer 2. Zelle. Dann bekommt man quasi hier eine 2. Zelle in der Kammer. Man kann 2 gleichzeitig ausbilden, 2 Soldaten gleichzeitig ausbilden. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, einen Ingenieur reinzustecken, und wenn man den hier reinsteckt, dann wird wieder die Ausbildungszeit halbiert. Das nächste Gebäude ist die Schattenkammer. Die Schattenkammer ist hier. Die Schattenkammer ist auch ein Gebäude, das man aufgrund der Mainquest unbedingt bauen muss. Es hat 2 Ausprägungen. Einerseits muss man hier drin bis zum Endgame 6 Projekte erforschen. Die ersetzen dann immer die normalen Forschungen. Die sind auch alle 6 ein Muss. Man sieht es hier an dem Sternchen hier vorne. Man muss auch die Schattenkammer irgendwann verbessern. Also man muss diese Verbesserung sich kaufen, um das psychonische Tor zu kriegen. Ich glaube, die ersten 3 Projekte, oder waren es die ersten 4, die kann man mit der normalen Schattenkammer bauen, und die anderen 2 oder 3 dann erst, nachdem man den Upgrade durchgeführt hat. Und die Schattenkammer bietet noch etwas anderes. Sobald man die gebaut hat, bekommt man beim Startbildschirm von Missionen immer angezeigt, auf welche Gegner das man trifft. Und das ist natürlich ganz gut, weil dann kann man seine Soldaten so ausrüsten, optimal ausrüsten einfach. So, jetzt kommen wir dann als nächstes zur, wo ist sie, da unten, Verteidigungsmatrix. Die Verteidigungsmatrix ist, ja, also das letzte Gebäude, das man sicherlich bauen wird. Denn die Verteidigungsmatrix braucht man exakt für eine Mission. Das ist die sogenannte UFO Defense Mission, also UFO Verteidigungsmission. Wenn man die Verteidigungsmatrix gebaut hat, dann bekommt man auf dieser Mission 2 Wachtürme, mit denen man dann auch zusätzlich mit seinen Soldaten spielen kann. Und wenn man abgegradet hat, die Defense Matrix, was ich hier gemacht habe, dann bekommt man sogar 4 so Türme, die man auf dieser Mission mitbringen kann. Man kann auch einen Ingenieur reinstaffen, und wenn man den reinstafft, dann haben diese 4 Türme bessere Werte. Also wie gesagt, das ist eine Facility, die man exakt für eine Mission baut. Als nächstes kommt die Werkstatt. Die hat auch nur einen eingeschränkten Nutzen, aber eigentlich einen recht guten Nutzen. Die macht an sich erstmal überhaupt nichts, die Werkstatt. Man hat jedoch in der Werkstatt
einen Ingenieurslot und wenn man da einen Ingenieur reinsteckt, dann bekommt man 2 Gremlins. Und diese Gremlins sind dann wie Ingenieure. Und man kann diese Gremlins in die 4 in die 4 Orte, die sich links, rechts, oben und unterhalb der Werkstatt befinden, also hier, hier, hier und hier, in mögliche Ingenieurslots reinstecken. Das heißt, ich kann aus einem Ingenieur 2 Ingenieure bauen. Die Werkstatt hat ein Upgrade. Ich kann den zweiten Ingenieurplatz, eine zusätzliche Werkbank freischalten. Und wenn ich das mache, habe ich quasi die Möglichkeit, hier 2 Ingenieure reinzustecken und 4 Gremlins zu bekommen, die ich dann einen hier, einen hier, einen hier und einen hier reinstecken kann. Was nur Sinn macht, wenn man auch in diesen 4 Squares Ingenieurslots hat. Aber da kommen wir dann beim optimalen Layout dazu, dass man das so baut, dass man tatsächlich das auch so baut. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten beiden. Wir haben hier das Energierelais. Immer wenn man was baut, dann kostet so ein Gebäude Energie. Entzieht der Avenger Energie. Und wenn man nicht genug Energie hat, dann kann man auch kein Gebäude mehr bauen. Und deswegen muss man diese Energierelais bauen. Das ist jetzt auch zusammen mit der Kommunikationszentrale Gebäude, die man öfter wie einmal bauen kann. So ein Energierelais, wenn man baut, dann kriegt man für seine Avenger 3 zusätzliche Energie. Außer man baut das Energierelais auf einer Energiespule. Also diese Räume, wenn man sie ausbaut, die haben so Namen. Und wenn das leer ist, also wie das hier, wenn das leere Square eine Energiespule ist, und man baut das Energierelais da drauf, dann bekommt man statt 3 7 Energie. So, dann hat man noch die Möglichkeit, das Energierelais sogar 2-mal auszubauen. Man kann eine Energieleitung legen und man kann eine Elleriumleitung legen. Für jedes von diesen Upgrades bekommt man 2 Energie dazu. Und man hat standardmäßig schon mal einen Platz für einen Ingenieur. Der bringt plus 5 Energie. Und ich glaube, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass die erst, doch, es muss die sein, dass das erste Upgrade, also die Energieleitung, die gibt einen zweiten Slot, einen zweiten Ingenieurslot. Und auch da, wenn man einen reinsteckt, kriegt man auch wieder 5 Energie. Das heißt, hier kann man sich die Energie seines Avengers hochbringen, damit man auch alle anderen Gebäude bauen kann. Und dann kommen wir noch zum letzten. Das ist die Kommunikationszentrale. Die Kommunikationszentrale bringt, wenn man sie baut, einen zusätzlichen Kontakt. Diese Kontakte benötigt man, um andere Länder zu kontaktieren, hier auf der Weltkarte. Wenn man einen Ingenieur hier reinsteckt, dann kriegt man nochmal zusätzliche 2 Kontakte. Man kann eine Kommunikationszentrale auch verbessern. Man kann eine zusätzliche Sendestation bauen, was nichts anderes ist, wie man bekommt einen weiteren Ingenieurslot hier. Und wenn man da einen reinsteckt, kriegt man wieder 2 zusätzliche Kontakte. So, das war es eigentlich schon mal zu den Gebäuden. Das waren jetzt die 10 Gebäude, die man auf diese 12 Teils hier verteilen kann. So, wie ist jetzt erstmal die optimale Reihenfolge zu bauen? Also man beginnt eigentlich immer mit der Guerilla Taktikschule. Vor allem, dass man seine Rookies ausbilden kann und sie nicht auf die Missionen mitnehmen muss. Aber vor allem auch, damit man recht schnell sich dann die Truppstärke 1 und später die Truppstärke 2 kaufen kann. Als nächstes baut man eigentlich auch immer das fortschrittliche Kriegszentrum, damit die eigenen Soldaten schneller heilen. Dann als drittes, das ist jetzt hier nicht der Fall, weil ich das schon abgerissen habe, das dritte Gebäude, das man eigentlich baut, ist auf jeden Fall so ein Energierelais, weil nämlich durch den Bau von den beiden Gebäuden geht einem dann die Energie aus. Das heißt, man muss so ein Energierelais bauen, sonst kann man nicht mehr weiterbauen. Das vierte Gebäude, das man normalerweise baut, ist dann der Testbereich. Und dann ist es vielleicht tatsächlich schon notwendig, das nächste Energierelais zu bauen. Das hängt jetzt auch so ein bisschen ab, wie viele Ingenieure hat man. Kann ich in das eine Energierelais hier noch einen zusätzlichen Ingenieur reinstecken, um weiterzubauen, bevor ich das baue? Also das ist ein bisschen abhängig, vor allem auch
Wie weit bin ich schon beim Ausgraben meines Avengers? Also wie viele Räume habe ich schon freigeschaufelt? Habe ich bereits eine Energiespule freigeschaufelt, sodass ich das nächste Energierelais bauen kann? Denn Energierelais will ich wirklich nur auf diesen Energiespulen bauen. Nur das erste Energierelais, das ich baue. Da oben ist nie eine Spule. Die Spulen sind immer in Ebene 3 oder in Ebene 4. Das erste muss ich auf einem normalen Feld bauen. Und Energierelais 3 und die 2 und 3, das ich baue, will ich auf jeden Fall auf so eine Energiespule bauen. Gut, also ich baue eventuell ein Energierelais. Was ich sonst baue, das sind diese drei. Also die in beliebiger Reihenfolge eigentlich. Entweder ich gehe Richtung Psi-Labor als erstes, weil ich schon so weit bin in der Forschung. Wenn ich noch nicht so weit bin, baue ich vielleicht als erstes dann eine Kommunikationszentrale. Und was ich dann auch hier in diesem ganzen Umfang baue, ist dann die Werkstatt. Also die drei, so wie es gerade passt, sage ich einmal. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die ersten vier hier gebaut, die drei in einer beliebigen Reihenfolge. Und irgendwo dazwischen habe ich auch das nächste Energierelais gebaut. Jetzt ist es notwendig, dass ich vielleicht schon dann das dritte Energierelais baue, weil ich schon wieder am Ende meiner Energie bin. Oder ich habe noch genug Energie, dann baue ich die Schattenkammer. Die kommt definitiv nach denen, zumindest aus meiner Sicht. Dann das Energierelais und ganz am Schluss baue ich dann weitere Kommunikationszentralen und ganz am Schluss eigentlich die Verteidigungsmatrix. Ich kann dann irgendwann das Energierelais, das ich hier oben oder wahrscheinlich hier oben, also in einem von den beiden Slots gebaut habe, dann auch abreißen und dann zum Beispiel hier eine Kommunikationszentrale bauen. Gut, das war die Reihenfolge. Und wie ist das optimale Layout? Da ist man natürlich jetzt ein bisschen abhängig. Einerseits, wo ist dieser Starting-Slot, den man kriegt, weil man kriegt ja immer schon einen offenen Raum. Optimalerweise wäre es, wenn dieser Raum hier offen wäre oder hier offen wäre. Wenn er hier offen ist, wie jetzt hier zum Beispiel in diesem Beispiel, ganz am Anfang, dann ist es schlecht später für die Werkstatt. Also sagen wir mal, es wäre hier, wir hätten hier starten können. Dann hätten wir hier die Guerilla-Taktikschule gebaut, wir hätten hier das fortschrittliche Kriegszentrum gebaut und hier das erste Power Relay. Dann bauen wir den Testbereich entweder links oder rechts. Und wir bauen definitiv hier in der Mitte die Werkstatt. Und links oder rechts dann davon die Kommunikationszentrale und das Psi-Labor unterhalb der Werkstatt. Das sind jetzt mal die wichtigen Punkte. Plus, wir bauen Energierelais grundsätzlich auf den Energiespulen. Das ist auch noch wichtig. Warum haben wir jetzt genau dieses Layout gewählt? Also hier müsst ihr euch vorstellen, dass das fortschrittliche Kriegszentrum eigentlich in der Mitte ist. Das haben wir deswegen gebaut, weil wir jetzt hier das upgraden können, zwei Ingenieure reinstecken können und dann die vier Gremlins, die wir von der Werkstatt bekommen, die können wir dann in das fortschrittliche Kriegszentrum reinstecken, in den Testbereich reinstecken, in diese Kommunikationszentrale reinstecken und in das Psi-Labor reinstecken. Das heißt, wir haben aus zwei Ingenieuren vier gemacht und das ist natürlich, möchte ich fast sagen, optimal. Gut, und dann wird es dann nur noch darauf ankommen, weitere Kommunikationszentralen zu bauen. Also hier unten würde ich theoretisch, wenn ich es benötigt hätte in dem Playthrough, hätte ich noch eine Kommunikationszentrale gebaut. Also nochmal, am besten Guerilla-Taktikschule hier, fortschrittliches Kriegszentrum hier, das Energierelais hier, Werkstatt in der Mitte, unbedingt in der Mitte, links und rechts davon Testbereich und Kommunikationszentrale, drunter Psi-Labor. Und der Rest ist egal und natürlich Energierelais auf Energiespulen. Gut, das war es eigentlich auch schon zu meinem How-to-Gebäudemanagement oder Facility-Management meines Avengers. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte ich euch doch ein Like da zu lassen oder gar zu abonnieren. Im Abspann weise ich euch auch nochmal auf meinen Playthrough hin. XCOM 2 auf Schwierigkeitsgrad, Legende Iron Man. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Bis dahin. Keep on rockin'.